Deswegen jetzt eine Frage an euch. Ihr könnt nämlich jetzt mitwirken. Ihr könnt nämlich jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Ich möchte natürlich Dinge machen, die euch auch gefallen und nicht einfach irgendeine Kacke da produzieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn ihr mir einfach mal Vorschläge macht. Und damit meine ich so Dinge, die ich noch nicht gemacht habe. Also jetzt nicht sowas wie, mach Adventure Time, mach Chuck Rotpilz. Jojo und willkommen hier zu einer neuen Folge Craft Attack! Oh Leute, ich liebe dieses Projekt, aber ich muss vorher nochmal anmerken, ich liebe zwar dieses Projekt, aber ich fange direkt mit den wichtigen Themen los. Ich hau direkt die Themen raus, ich hau direkt raus, was los ist. In letzter Zeit bin ich etwas ideenlos, was ich tun soll auf meinem Kanal. Und deswegen jetzt eine Frage an euch. Ihr könnt nämlich jetzt mitwirken. Ihr könnt nämlich jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollt. In letzter Zeit bin ich mich etwas planlos, was ich tun soll. Ich meine, es gibt natürlich immer wieder viele Sachen, aber ich möchte natürlich Dinge machen, die euch auch gefallen und nicht einfach irgendeine Kacke da produzieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn ihr mir einfach mal Vorschläge macht. Und damit meine ich so Dinge, die ich noch nicht gemacht habe. Also jetzt nicht sowas wie, mach Adventure Time, mach Chuck Rotpilz. Weil wäre ja totaler Schwachsinn, wenn ihr das jetzt vorschlagen würdet. Ich will nämlich mal was Neues machen. Und ich würde das nämlich super gerne, also was natürlich auch cool wäre, wäre zum Beispiel sowas wie eine Adventure Map oder sowas, da hatte ich gestern schon mit dem Kaddel geredet, ich würde nämlich super gerne irgendeine Adventure Map mit dem Kaddel spielen. Wenn ihr da irgendeine kennt, die jetzt gerade relativ beliebt ist und fresh ist und die für euch auch interessant wäre, dann versuche ich das mal aus den Kommentaren irgendwie rauszufiltern, so die meisten Leute, die da kommentieren, die, die meisten Kommentare zu irgendwas, das filter ich dann raus und ich denke mal, dass ich dann einfach die ganzen Sachen dann in so eine Straw-Poll-Scheiße da reinpacke und ihr könnt dann in der nächsten Folge, da werde ich nämlich dann auch nochmal dasselbe dann ansprechen, da könnt ihr nämlich dann bestimmen, was ihr dann nämlich im Endeffekt sehen wollt, dann schaffe ich nämlich auch wenigstens, dass alle nämlich zufrieden sind und weil ihr könnt natürlich auch mehrere Vorschläge machen, dann vielleicht mache ich dann sogar mehrere Projekte, weil ihr habt ja mitbekommen, in letzter Zeit kommen immer unregelmäßig Videos, das ist zum einen der Grund, weil es mir, zum einen ist der Grund, weil es mir in letzter Zeit nicht so top ging und ich will halt nicht Videos machen, wenn es mir nicht so gut geht und zum anderen hatte ich einfach keine Videoideen, also ich meine, es gibt zwar genug Projekte und sowas, aber zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht einfach nur Bad Wars und Craft Attack machen und ich möchte gerne mal ein bisschen Abwechslung in meinen Kanal bringen, nur irgendwie bin ich so, ich habe keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was euch so gefällt, deswegen wäre das super cool, wenn ihr da mal eure eigenen Ideen einbringen würdet und stärken wir unser YouTuber-Zuschauer-Verhältnis, würde ich mal sagen, wenn man das so nennen kann. Und, was mir aufgefallen ist, ich habe nämlich jetzt hier ein wunderschönes Schild hingestellt. Ich weiß nicht, ob ich das in der Folge gemacht habe, aber ich habe nur geschrieben, Glas bitte nicht so bauen. Keine Ahnung, ob ich das in der Folge gemacht habe, aber ist auf jeden Fall noch da. Ich guck mal eben, hat das denn schon ein bisschen was geerntet? Das wäre natürlich wunderbar. Lalalala, schauen wir doch mal nach, ob da ein bisschen was geerntet wurde. Und dann ernten wir nochmal den ganzen Shit hier wie immer. Das ist eigentlich immer das, was wir in meinen Folgen machen. Aber dann werden wir, denke ich mal, in der nächsten Folge, wo nämlich dann wir über die Abstimmung reden und dann sich vor allem dann auch rausstellt, was nämlich dann eins der nächsten Projekte wird, denke ich dann einfach mal, also nicht eins der nächsten Projekte, das wird halt so ein kleines Nebenprojekt, weil bald kommt ja auch Varo, wann sage ich nicht, das genaue Datum weiß ich sogar gar nicht mal so genau, aber bald kommt auf jeden Fall Varo, dauert nicht mehr so lange und dann gibt es wieder geballte PvP-Action, Freunde, das wird nämlich sehr, sehr cool und ja. Das wird auf jeden Fall als Nebenprojekt kommen und dann werde ich in der nächsten Folge nämlich dann detaillierter darüber reden, wie das halt aussieht mit den Projekten und pipapo. Deswegen heute mal wieder eine kleine Farmfolge. Aber ich versuche die noch relativ interessant für euch zu gestalten, damit ihr auch nicht so eine Langeweile habt. Ich schau mal ganz kurz, was habe ich denn hier Wunderschönes? Habe ich denn die Ho noch? Habe ich aber scheinbar nicht mehr. Hä, wo habe ich die denn hingepackt? Das ist die Frage. Ich nehme mal hier nochmal. Ich nehme hier nochmal zwei von denen hier. Und dann brauche ich nochmal das Eisen. Vielen Dank. Und dann mache ich mir da draußen nochmal direkt eine Ho. So. Ich kann auch heute mal was ansprechen. Ich bin heute von der Schule nach Hause gefahren. So, einige Leute wissen ja, ich bin noch in der Schule. Und folgendes Problem. Ich saß dann an der Bahn und wollte nach Hause fahren. Und ich reg mich jetzt mal ein bisschen über die Deutsche Bahn auf. Erstmal bin ich morgens losgefahren und dann die Bahn, die ist total langsam und hält erstmal. Erstmal hat die Verspätung und hält die ganze Zeit.
und hält dann immer so, keine Ahnung was, 5 Minuten an einer Stelle und fährt dann weiter. Und ich habe schon voll den Kotz bekommen, weil ich bin, keine Ahnung was, eine Viertelstunde zu spät gekommen oder sowas. Und dann das Beste, ich will dann nach Hause fahren, also vorhin jetzt, um 11 Uhr hatte ich aus, ich hatte heute mal früher aus. Und hab mir so gedacht, so yay, ich hatte früher aus, kann ich nach Hause und ein bisschen abhängen. Aber nein, Karma war nicht auf meiner Seite heute. Ich sitze an der Bahn und warte eine geschlagene Stunde darauf, dass meine Bahn kommt. Und die hatte, also erstmal stand in meiner wunderschönen Bahn-App hier, die Bahn, die kommt in 10 Minuten. Ich dachte mir so, oh ja, also 10 Minuten Verspätung stand da. Es steht dann immer so plus 10 in Rot. Und ich dachte mir so, Bruder, schon ein bisschen miese. Und dann kam die nicht. Und nach 20 Minuten kam die immer noch nicht. Und dann stand nach 20 Minuten auf einmal, sie hatte 35 Minuten Verspätung. Und ich dachte mir so, the fuck. I ain't getting this train, shit. Und dann musste ich, ich habe eine halbe Weltreise, habe ich durchgemacht. Dann bin ich mit der U-Bahn gefahren und dann nochmal mit dem Bus und dann war ich, also ich hatte um 11 Uhr aus, bedenkt das. Ich habe eine Stunde an der Bahn gewartet und war dann um, 13 Uhr war ich zu Hause. Und jetzt einen Applaus an die Deutsche Bahn. Mehr kriegt ihr nicht. So, Dankeschön. Oh, ohne Witz, ich weiß ja nicht, warum das, also... So, zum einen, für Aufklärung. Aha, guck mal, was da ist. Als Aufklärung. Bei uns hier im Rheinland kommt es häufiger vor, dass die Bahnen streiken. Ich habe gehört von Menschen, die aus Berlin kamen, dass es da eher weniger so ist. Ich weiß ja nicht, für Leute, die aus Berlin kommen, die können mir das ja mal sagen. Aber irgendwie, also mir wurde halt gesagt, dass in Berlin relativ selten die Bahnen streiken. Kann gut sein, ich weiß da nicht besser Bescheid. Und das Ding ist, bei uns streiken die Bahnen halt super oft und das regt halt total auf. Und irgendwie, dann fallen einfach mal die Bahnen aus. Und ich glaube, ab morgen, weil wir haben heute Mittwoch, haben wir. Ich muss sogar in den Kalender gucken, weil ich keine Ahnung vom Leben habe. Und morgen bis Montag, also Donnerstag bis Montag, fallen dann halt bei uns im Verkehrsgebiet, also halt so Köln und so, fallen scheinbar die Bahnen aus, habe ich so gehört. Ich hoffe mal, dass das nicht stimmt. Aber habe ich auch schon von meiner Mom gehört. Miese Breeze auf jeden Fall. Da streiken wieder die Bahn und ist leider hier immer so. Und dann kommt man einfach nicht zur Schule. Dann muss man mit dem Auto fahren und ist total ätzend und der Verkehr ist kacke und... Oh. Und ich habe noch nicht meinen Führerschein übrigens. Ich bin zwar im März schon 19, aber zum Führerschein, um das mal anzumerken. Viele Leute haben mich schon gefragt, so, ey, hast du deinen Führerschein? Aber das Ding ist, ich habe meinen Führerschein, wann habe ich denn angefangen? Ich bin ein super schlechtes Vorbild, wenn ich euch jetzt erzähle, was ich nämlich gemacht habe. Ich gebe euch mal eine Lektion für die Leute, die den Führerschein machen wollen. Ich habe nämlich meinen Führerschein angefangen und ich glaube, ich musste 14 theoretische Stunden machen oder sowas in der Art. Bin dann auch 14 Mal hingegangen. Dann hab aber dann halt die ganze Zeit gechillt. Also ich bin, glaube ich, im Januar, also Januar 2014, war ich dann halt mit meinen Theoriestunden fertig und hab dann halt die ganze Zeit gechillt, wie ein Bastard. Und hab mir dann so gedacht, so, ach ja, dann mache ich das doch einfach dann und dann, Hab dann halt mich auf meine faule Haut gelegt und hab einfach nicht meinen Führerschein weitergemacht, was natürlich sehr, sehr doof war. Und der läuft natürlich irgendwann nach einer Zeit aus, ist er momentan noch nicht. Ich bin jetzt nochmal hingegangen, weil die haben nämlich dann gesagt so, ey, du hast 2-mal nicht unterschrieben und deswegen warst du gar nicht 14-mal da, sondern nur 12-mal. Obwohl ich halt 14-mal da war und jetzt durfte ich mit die nochmal machen. Und ich hoffe einfach mal, dass er jetzt nicht verfällt, weil das bedeutet nämlich dann, ich weiß noch nicht, wie viel ich jetzt genau gezahlt habe, ist jetzt wieder zu lange her. Aber letztes Jahr im November oder sowas habe ich den zumindest angemeldet und der hält, glaube ich, immer ein Jahr oder vielleicht sogar weniger. Zumindest haben die mir gesagt, der wäre noch nicht ausgelaufen. Und wenn er nämlich dann ausläuft, dann ist nämlich das Doofe, dass dann quasi das Geld futsch ist. Man gibt quasi Geld aus und der kann man das sagen, der verjährt sich dann, keine Ahnung. Das dauert dann ein bisschen und dann ist er halt nicht mehr, dann ist halt so gesagt, läuft er dann ab und dann kannst du alles nochmal von vorne machen. Die ganzen Theoriestunden. Halt so, um zu verhindern, dass die ganzen Leute dann dahin gehen und dann einfach 2 Jahre später erst halt die Praxis machen und dann schon alles vergessen haben. Wisst ihr? So ist das. Ich denke mal, dafür ist das da. Ja, und eine Lektion an alle Leute, die ihren Führerschein machen wollen. Macht ihn und zieht den durch. Weil auf diese Erkenntnis kommt man nämlich leider immer erst dann, wenn man einmal auf die Fresse geflogen ist. Ich meine, ist zwar für mich noch nicht schlimm, mir ist noch nichts passiert, ist ja jetzt nicht so ein Drama, aber es ist immer besser, halt den Führerschein direkt fertig zu machen. Und manchmal würde ich mir auch wünschen, jetzt einfach mal meinen Führerschein zu haben, weil dann könnte ich nämlich mit dem Auto durch die Gegend cruisen, aber nö.
ist nicht der Fall, leider. But what you gonna do? Ja, und den mache ich jetzt zumindest bald. Und dann bin ich cool und dann cruise ich durch die Gegend mit einem dicken Car. Und ja, das hat sich gereimt, oha. Haha. Guten Tag. Ich gehe jetzt erstmal in den Nether. Wow, yo. Shootet mir hier einfach in den Butt. Warte mal, hier kriegt er nochmal direkt mal Pfeile in den Anus gedrückt. Ich brenne, ich bin Skelett, ich bin Krepe. Ja, ich gehe jetzt nochmal in den Nether und hole mal ein bisschen Gold. Aber nur ein bisschen, weil ich möchte euch nicht damit zu sehr langweilen. Weil ich habe euch bestimmt schon mit dem Führerschein-Thema gelangweilt, ein bisschen. Oder vielleicht denkt ihr euch ja doch so, ha, aber gar nicht. Das ist voll interessant, wenn du über Führerschein redest. Dann, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Dann spreche ich nämlich gerne mal so ein paar Sachen aus meinem Privatleben an. Und lasse meine persönlichen Tipps fürs Leben da. Also das kann ich euch auf jeden Fall raten. Macht euren Führerschein, Freunde. Und geht zur Schule, Kinder. Das wollte ich mal gesagt haben. So. Aber ich kletter jetzt erstmal hier oben, nach oben. Und ja. Was mache ich denn dabei? Ich esse einfach mal ein bisschen Kuchen. Was gibt's hier Schönes? Gar nichts. Hier spawnen übrigens auch sehr, sehr viele Pick-Zombies, was mich irgendwie wundert. Weil, da ist ja irgendwie nie einer. Deswegen wundert mich, dass das also so 800.000 Zombies sind. So, jetzt erstmal hier nach oben. Wunderbar, durch den Bedrock. Für die Zuschauer, die übrigens jetzt erst bei Craft Attack das erste Mal zuschauen und sich wundern, wie wir es geschafft haben, durch den Bedrock zu bauen, da könnt ihr euch gerne mal eine alte Folge angucken. Ich glaube, die hieß, wir sind Bug-User oder irgendwie sowas, irgendwas in der Art. Und da haben wir uns nämlich so mit einem Trick durch den Bedrock gebuggt und haben uns hier oben eine wunderschöne Farm gemacht. Und, also ich habe die Farm nicht gebaut, die hat der Kunga gebaut, das könnt ihr nämlich dann auch auf seinem Kanal sehen. Weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Und der Kunga kriegt nämlich morgen Internet und dann kommen nämlich wieder Videos mit dem. Der ist nämlich umgezogen und der hat nämlich noch kein Internet jetzt die ganze Zeit gehabt. Und das ist total schade, weil ich nehme super gerne mit dem Kunga auf. Aber der ist nicht da. Und ich vermisse den Kunga. Also Kunga, wenn du das siehst, Küsschen. Das wird nämlich sehr, sehr cool, wenn der nämlich wieder da ist. Dann werden nämlich die Videos auch nochmal siebenmal lustiger. Freunde. Und ja, ich versuche jetzt erstmal hier die guten Zombies abzuschießen. So, zack. Und dann kommen jetzt alle angerannt wie die Hunde. So, die basieren nämlich auf dem türkischen Cousin-Konzept. Wenn man nämlich einen angreift, dann kommen die anderen alle mit ihrem, ihren Cousins. Das hat Mojang mal so erklärt. Und die meinten auch, ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass das Prinzip mit den Cousins hier berücksichtigt wird. Und deswegen haben die das so eingebaut. Und dann haben wir uns einfach hier eine türkische Cousin-Farm gemacht. So, bitte einmal alle reinfallen. Und die lassen nämlich da unten ihr Money droppen. Was sie nämlich dann von, was sie nämlich bekommen haben, als sie auf Almans draufgehauen haben. Auf Almans aka mich, diese Milchgesichter. Amonakoi. Los, kommt da hinten. Kommt her, Freunde. Hört auf zu chillen. Was macht ihr da hinten? Smoke the weed oder was? In ihrer kleinen geheimen Ecke. Los, kommt ihr auch her. Kommt, Freunde. Kommt, kommt. Und da unten ist nämlich dann gleich wieder endlos viel XP, was ich mir dann nämlich grabben werde. So. Lalala, ja. Und ich habe mir jetzt endlich mal Optifine installiert. Jetzt kann ich mich hier so wunderschön zoomen. Und ich habe auch wieder mehr FPS irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Die letzten Videos waren immer so ein bisschen am Laggen. Ich meine, logisch, dass jetzt hier viel FPS sind, ne? Gar keine Frage. Aber, zum Beispiel, ich hatte vorher immer so teilweise 13 FPS, wenn ich in mein Haus gegangen bin. Und das war halt voll merkwürdig. Ich denke mal, das liegt an irgendwas mit Mojang. Und jetzt habe ich einfach 200 FPS oder so. Ich habe jetzt gerade, ja, 270, 200. Don't know that shit. Ist auf jeden Fall besser als vorher. Und ich denke mal, dass das nicht mehr so ruckeln sollte. Ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist. Weil mir ist es natürlich sofort aufgefallen. Ich schneide ja die Videos jedes Mal. Deswegen, ich habe mich immer so dezent darüber aufgeregt. Weil Optifine war bis jetzt noch nicht raus. Und jetzt hört es auf zu laggen. Für die Leute, die nicht wissen, was Optifine ist, das ist eine Modifikation für Minecraft und die macht dann Minecraft schneller. Schneller und besser und man hat dann so mehr Einstellungen hier und kann zoomen und shit. Und man hat dieses wunderschöne Cape auf dem Rücken, was ich mich auch schon vermisst habe. So, hi, ja. Und dann schaue ich doch mal, wie viel Gold hier ist. Nicht so viel und da, oh, wunderschön, oh, gut, dann geht's erstmal wieder nach Hause. Und dann kann ich eigentlich auch gleich schon langsam die Folge beenden, traurigerweise. Auf jeden Fall, für die Leute, die immer noch hier sind, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare ein paar Vorschläge für Projekte. Würde mich nämlich sehr, sehr darüber freuen. Und ich brauche nämlich an dieser Stelle unbedingt mal euch.
Da wäre ich euch nämlich sehr, sehr dankbar, wenn ihr mir da eure persönlichen Wünsche reinschreiben würdet. Ihr könnt mir alle möglichen Maps reinschreiben. Ihr könnt mir auch sowas reinschreiben wie, keine Ahnung, ich soll irgendwelche Redstone-Leitungen vorstellen oder so. Hauptsache, das ist eine überwiegende Sache und ihr wollt die auch sehen, weil dann mache ich das nämlich. Weil ich habe da nämlich sehr, sehr viel Lust drauf, irgendwas Cooles zu machen. Und ja, so, dann gehe ich erstmal ganz, ganz schnell nach Hause. Lalalala. Ich nehme am besten mal hier diesen Weg. Und übrigens, was mich sehr, sehr freut, ich glaube, Mangro hat den aufgestellt. Da ist nämlich so ein Beacon in der Mitte des Teichs. Und ich habe immer diesen Double Jump. Und ich finde diesen Double Jump so geil. Ich fühle mich wie der größte Superheld. Ich kann einfach, ja, okay, hier kann ich jetzt nicht hochjumpen. Aber halt einfach hier so. Und dann kann ich hier so lang rennen und dann zack. Und dann einfach hier drüber springen. Und dann kämpfe ich immer so gegen die Mobs. So. Und dann bin ich auch schon drin. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Wertung da. Ich hoffe, ihr habt mich seriös genommen mit diesem wunderschönen Hut auf, den ich schon fast vergessen habe über den Laufe der Folge. Aber trotzdem würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Ich freue mich natürlich über jeden einzelnen Like und ja, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare eure Projektvorschläge. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir nämlich dann übrigens abstimmen werden. Da müsst ihr nämlich dann in der nächsten Folge in die Beschreibung gucken, da werden wir dann abstimmen, was dann halt als Projekt gemacht wird. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss!